Es ist immer wieder Wahnsinn, was für großartige Stories der Fußball schreibt und vor allem auch, was in den Pokalwettbewerben auch für kleinere Vereine möglich ist. Der SV Blau-Weiß Büsleben steht im Köstritzer Thüringen-Pokal-Halbfinale und darf als Verein der Landesklasse Staffel 2 gegen Preußen Bad Langensalza antreten, die als Verbandsligist natürlich ebenfalls vom Einzug in den DFB-Pokal träumen. Wir starten nach 11 gespielten Minuten mit diesem Fehlpass von Preußen-Keeper Sebastian Arnold. Erik Tschirschki fängt die Murmel ab, hat da viel zu viel Raum und schießt blau-weiß ins Glück. Ja, fass ich's denn! Erster Schuss, erstes Tor Büsleben, der Underdog führt. Der Pokal und seine Geschichten, ein Traum. Bad Langensalza hängt hier zu Beginn des Spiels etwas in der Luft, sind natürlich um Kontrolle bemüht, doch wenn hier einer auf das Tor schießt, ist es der SVB, die in der ersten halben Stunde hier wahrlich verdient mit 1:0 führen. 36 Minuten jetzt rum, der FSV kommt über die linke Flanke und der Ball kommt sauber in den 16er, gesegelt auf Dominik Finger, gehalten, noch heiß, wieder Finger. Und im Nachfassen packt Hagen Apitius dann aber zu. Dicke Möglichkeit zum Ausgleich für die Gäste. Der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams ist hier beim besten Willen nicht zu erkennen. Der Siebtligist aus Büsleben ist drauf und dran, die Führung sogar auszubauen. Die Fans haben den Torschrei schon auf den Lippen. Kreische mit einem super Versuch, aber nix da. Wir machen weiter in der zweiten Halbzeit. So langsam merkt man den Hausherren an, dass die ersten 45 Minuten viel Kraft gekostet haben. Können die Preußen das für sich nutzen? Finger wieder mit dem Abschluss. Stellt Apitius auch mit dem sehr zentralen Abschluss hier vor große Probleme. Die Elf von Gábor Uszla wird jetzt immer schwungvoller. Müller profitiert vom aufrückenden Lukas Bugisch. Und jetzt aufgepasst, was ein Tor! War es der Wind? War das Schnitt? War das so gewollt? Ich sage es Ihnen, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das ein geniales Tor war. Tim Müller stellt mit seinem Geniestreich hier alles wieder auf Anfang. Bad Langensalza hat jetzt das Momentum auf seiner Seite, spielen frisch auf. Die Ecke fliegt durch den Fünfer, keiner fühlt sich angesprochen. Und dann sagt Tobias Eckermann am langen Pfosten, Dankeschön, das Spiel ist gedreht. Der SVB hat hier gefightet, gekratzt und gebissen, doch kann gegen die Wucht der Gäste nicht ankämpfen, die in der 74. Spielminute alles klar machen. Thomas Schönau treibt die Pille an, toller Steckpass von ihm auf die Außen. Die Flanke ist sauber und findet dann am langen Pfosten Thilo Kleinert das 3:1 und der gleichzeitige K.O. für den SV Büsleben. In der Schlussphase gelingt dem FSV dann sogar noch das 4:1. Martin Fiss wird da auf die Reise geschickt, setzt sich robust im Zweikampf durch, hat nur noch den Keeper vor sich und macht das dann abgezockt. Der FSV Preußen Bad Langensalza zieht in das Köstritzer Thüringen Pokalfinale ein und darf sich am 25. Mai gegen den FSV Wacker Nordhausen messen um den Einzug in den DFB-Pokal. Thank you.